euch geht's gut. Ja, mir geht's ja doch ganz gut. Ich habe mir ein Latte Macchiato gemacht. Ich wollte gerade mit der Luna raus, aber die hatte keine Lust, weil es regnet in Strömen bei uns. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich so geshoppt habe. Ich habe von Dezember an gesammelt und ich war bei Teddy, Sostrine Krene, Woolworth und im Action. Und im Action gab es die neuen Plöcke und ich finde die echt richtig, richtig toll. Okay, wir fangen mal an mit Woolworth. Also, da habe ich mir nochmal hier so eine Perlenkette mitgenommen. 1 Euro. Also ist ein großer Einkauf, aber ich versuche das Video echt so kurz wie möglich zu halten. Dann habe ich mal hier so ein Bastelklebeband mitgenommen für 1 Euro. Ich wollte mal das austesten, wie das ist. Das ist 1,2 cm breit und 3 m lang. Dann habe ich mir dieses Stempelset mitgenommen, diese Holzstempel. Die fand ich ganz schön, weil da haben wir hier Lieblingsmensch. Das finde ich ganz süß. Mehr Konfetti und hier das Danke. Super. Nur für dich. Und Handmade und Made with Love. Fand ich ganz süß mit den Stempelkissen hier für 2,99 €. Dann habe ich mir nochmal ein Geschenkband mitgenommen in dem Rosa. Das gibt es nämlich dort jetzt auch. Und die finde ich sogar noch schöner als die vom Action, weil die nämlich dieses Glitzer-Geschenkband da nicht dabei haben. Weil das glitzert nämlich arg. Also da sind die Hände immer voller Glitzer. Genau, und das habe ich jetzt in Rosa mir nochmal mitgenommen. Das habe ich ja, glaube ich, schon in Hellblau. Och, in Grün, ich weiß es gar nicht genau. 1,49 €. Dann hatten sie hier so Aufbewahrungsbeutel. 40 Stück für 1 €. Die sehen so aus. Die brauchen wir ja immer mal. Die habe ich mir mitgenommen. Dann nochmal Spitzenband. Einmal in so einem Creme. Und dann nochmal ein breiteres in Weiß. Und dann hatten sie neue Sticker in Blumenform mit einem Strass. Ja, mit einem Glitzerstein noch drin. Das ist rosa, ein ganz zartes Rosa. Die habe ich mir zweimal mitgenommen und einmal halt in Silber. Und die haben 1,49 € gekostet. Genau, das war das jetzt von Woolworth. Dann mache ich jetzt mal weiter bei Sostrine Da hatten sie hier die Strohhalme in einfarbig, 12 Stück. Das fand ich ganz gut. Die sind auch nicht so lang. Die kann man nämlich dann schön für diese. Ja, was waren das? Hatte ich da ein Video gemacht? Nee, ich glaube nicht. Ich hatte so Milchtüten gebastelt. So kleine. Da hat ein kleines Nutella-Glas reingepasst. Und da kann man die nämlich echt super für nehmen. Einmal in diesem Hellblau und einmal, wie kann es anders sein, in Rosa. Sehr komisch. Klamottenmäßig mag ich Rosa überhaupt nicht, aber ja, beim Basteln liebe ich es mittlerweile. So, dann habe ich mir wieder Bänder mitgenommen, weil die haben immer so schöne Bänder dort. Einmal ein schmales in Braun, ein breites in Dunkelbraun, dann in so einem Creme mit Silber, einmal ein Lila Flieder, in Dunkelblau. Und nochmal ein breites in Hellblau. Genau. Also viel Auswahl gab es da diesmal nicht, als ich da war.
Ja, da war ich ein wenig enttäuscht, aber naja, macht ja auch nichts, ne? Und dann habe ich mir hier die Box mitgenommen für die Bänder. Die finde ich nämlich ganz schön. Jetzt kriege ich es noch nicht mal auf. Da passt auch einiges rein. Da hat sie hier vorne hat sie halt die Löcher. Und da möchte ich mir nämlich gerne meine Stampin'-Up-Bänder reinmachen. Preis weiß ich jetzt, oder Moment, vielleicht steht das hier hinten drauf. Ja, 2,82 €. Also ich denke, das ist okay. Und dann hatten sie einmal diese Blümchen. Die fand ich ganz süß. Und diese Blümchen. Dann habe ich mir hier diese Tags mitgenommen. Das sind 5 Stück drinne. Das müsstet ihr auch, oder wer das Video gesehen hat, das Craft-Update von meinem letzten Mini-Album, da habe ich 2 Stück in das Mini-Album reingemacht. Die haben gekostet 1,54 €. Da sind 5 Stück drin. Ups. Mal gucken, ob das alles hier so hinpasst. Und dann habe ich mir hier noch solche, ja, Food Bags steht hier drauf. Ich mach mal eins auf. Ja, das sind einfach ja, normale Tüten. Die fand ich aber ganz gut, weil die haben keinen Griff, keinen Henkel. Die sind nicht so dünn wie die Butterbrottüten. Und da möchte ich nämlich auch ein Album draus machen. Aus den Teilen. Und da sind, die habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Da sind 6 Stück drin und die haben gekostet 1,40 €. Ja, das war's schon so von Sostrinegrine. Fand ich wirklich sehr schade, weil ich mag ja die Sachen. Aber wie gesagt, ist nicht so schlimm. Habe ich auch weniger ausgegeben. Okay. Und dann war ich noch mal im Teddy. Also, wie gesagt, das habe ich alles so gesammelt von Dezember her schon. Die ganzen Sachen. Und habe gedacht, ich mache da jetzt ein Video von. Also, im Teddy habe ich diese total schönen Magnetlesezeichen gefunden. Die finde ich total schön. Auch gerade, die kann man schön bei einem Album verwenden. Und die habe ich mir zweimal mitgenommen. Die haben 55 Cent gekostet. Dann hatten sie diese Glitzersteinchen hier reduziert für 55 Cent. Die habe ich in diesem Grün. Und die gab es noch in Rosa. Also die kommen dann jetzt auch noch irgendwann. Nee, in Flieder. Dann haben sie hier neue Vintage-Sticker. Und die finde ich mal richtig toll. Die gefallen mir echt besser als die letzten. Die haben auch 1 € gekostet. Die habe ich mir, glaube ich, auch zweimal mitgenommen. Es liegt alles ein bisschen durcheinander hier drin. Dann hatten sie neu hier diese Schleifen. Fand ich auch total super. Die sind nämlich so, ja, wie so Tüll und die kann man echt, glaube ich, sehr gut nehmen, um Büroklammern zu verzieren. Die habe ich jetzt zweimal mitgenommen. Dann gab es neu diese Flaschen. Also da war ich ja wirklich überrascht. Diese Größe hatten sie ja auch im Action. Und die Größe glaube ich auch. Genau, und da sind 8 Fläschchen drin für 1 €. Und was ich halt auch mal ganz schön fand, das waren halt diese ganz kleinen hier, die in diesem braunen Ton sind. Also 8 Fläschchen für 1 € in verschiedenen Größen finde ich richtig, richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die habe ich mir, glaube ich, auch zweimal mitgenommen. Ja, ich meine schon. Naja, wir sehen es ja gleich. So, dann war hier noch diese schöne Box und die war auf 55 Cent reduziert. Die ist auch
noch heile. Rosa, wie kann es anders sein? Entschuldigung. Was habe ich denn noch mitgenommen? Jedenfalls ziemlich viel, weil sie echt schöne Sachen hatten. Dann gab es hier nochmal diese ganz kleinen Fläschchen. 10 Stück, 1,50 Euro. Dann, ach, muss ich nochmal, ach ja, dann war ich nochmal kurz im Kick. Und da hatten sie jetzt die hier wieder, weil in dem Ton kriegt man sie ja wirklich ganz schlecht. Das war dann auch nur noch einmal da. Da habe ich mir das hier mitgenommen. Und dann hatten sie die hier neu in so einem Hellblau und in Rosa. Die haben jeweils 1 Euro gekostet und die 59 Cent. Das war aber jetzt alles vom Kick. Ja, so, hier sind dann die reduzierten Glitzersteinchen in diesem Lila. Wie gesagt, die habe ich zweimal mitgenommen. Dann hatten sie hier diese Häkelblumen. Die fand ich jetzt auch ganz schön. Einmal in diesem Blau und einmal hier in Pink-Rosa. Dann hatten sie diese Zaunteile. Die habe ich mir auch gleich zweimal mitgenommen, weil ja, man braucht das ja doch öfter mal. Und das in auch verschiedene Größen. Also es sind zweimal in dieser Größe dabei und dann zweimal kleiner und zweimal hier so ein Wegweiserschild. 1,50 Euro. So, was gab es denn noch? Was gab es denn da noch Schönes? Dann hatten sie solche Karabinerhaken mit einem Herzchen. Ich mache das mal auf, glaube ich. Das ist jetzt auch alles nicht für mich, was jetzt hier kommt. Die sehen so aus. Die finde ich auch ganz süß. Und die haben gekostet auch 1 Euro. Ups. Entschuldigt bitte. So. Und dann hatten sie wieder, und das fand ich ja wirklich echt richtig, richtig gut, weil meine sind mir nämlich mittlerweile ausgegangen. Da hatten sie nämlich dann wieder hier diese Buchecken. 4 Stück, 1,50 Euro. Und da war ich echt froh, dass sie die jetzt wieder hatten. Also ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Da habe ich einmal die, dann einmal die in Silber, die in Silber und dann nochmal zweimal die in Silber. Und ich glaube, ein anderes müsste, ja, und nochmal in der Sorte. Und ich denke, das reicht jetzt erstmal wieder. Bin ich erstmal wieder ausgestattet. Dann gab es neu diese schönen Blümchen. Die finde ich echt richtig schön. Ja, die sind so Champagnerfarben mit ein bisschen Gold und haben hier auch die Zweige. Ich mache das auch mal gerade auf und hole mal eine raus. Und das ist... Das ist Stoff. Also die sind echt richtig süß. Die gefallen mir total gut. Die haben auch 1,50 Euro gekostet. Und da habe ich mir 3 Päckchen mitgenommen. Ja. Ja, dann haben wir hier nochmal diese Bastelflaschen. Hatte ich ja gesagt, dass ich die zweimal mir mitgenommen habe. Dann gab es diese Sticker neu und die finde ich auch echt genial. In Tropfenform, in Rund, als Blume, hier in Perlenform. Also die gefallen mir auch sehr gut.
33 Stück 1 Euro. Und die habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Ach, seht ihr, und die Blumen habe ich sogar viermal mitgenommen. Und dann hatten sie noch diese Sorte Blumen. Ja, das sind zwei verschiedene. Einmal hier diese und einmal diese kleinen. Aber ich mache es auch nochmal auf, dann zeige ich euch das noch. Und die sind auch aus Stoff. Und die sind halt ganz in Creme. Also die zwei Sorten sind drin. Und die finde ich auch total toll. Ja, und wie gesagt, die habe ich jetzt auch zweimal. So. Und hier sind dann nochmal das zweite Päckchen von den Lilan. Da ist nämlich eins für die Romy. Und hier ist das zweite Päckchen von den Vintage-Stickern. Ach, herrje. Dann gab es noch die Blumen, die lagen bei der Hochzeitsdeko. Die gab es auch noch in so einem Pink, aber das war kein schönes Pink. Und da habe ich mir jetzt nur die mitgenommen. Dann hatten sie hier so ein Faserpapier, das fand ich mal ganz interessant. Das da noch. Und dann hatten sie hier so ein Strassband. Das fand ich auch sehr interessant. Das sieht so aus. Das hat gekostet 1 Euro. Ja, 1 Euro. Hoppala. Es knistert, ich weiß. dann gab es noch diese Blümchen. Die sind auch wie so, ja, so Tüllstoff in Weiß. Die habe ich mir in Weiß zweimal mitgenommen. Und nochmal hier in diesem Blau. Dann gab es neu hier diese Schmetterlinge. 4 Stück. Zweimal in Lila, zweimal in Rosa. Dann gab es auch neu diese Perlen. Da haben mir die Farben halt auch richtig gut gefallen. Und die sind auch schön groß. Da sind 20 Stück drin für 1 Euro. Dann habe ich mir Karabinerhaken mitgenommen, um Schlüsselanhänger zu machen. Da sind jeweils 2 Stück drin für 1 Euro und die sehen so aus. Moment, hier sieht man es schön. Die sehen so aus. Genau. Dann. Hatten sie hier auch diese Papiertütchen mit dem Henkel in klein. 4 Stück 1 Euro. Und die möchte ich auch für ein Album. Ja, irgendwie habe ich es gerade mit Alben im Moment. Ich könnte nur Alben basteln. Und ja, es wird ein Tutorial geben. Ich denke mal, irgendwann nächste Woche werde ich damit anfangen. Weil ja jetzt doch schon einige gefragt haben, ob ich das mache. Und das mache ich dann natürlich sehr gerne. Ja. Und dann gab es noch neu hier diese Anhängerflaschen. Das sind so 3 Stück. Die sehen so aus. Moment. Ups. Also einmal so. Die fand ich auch süß. Die kann man nämlich auch schön an ein Album hängen. Und so. Und dann nochmal so. Und neu gab es auch diese Fläschchen. Da ist eine Stoffrose drin, eine weiße. Die 3 Stück.
Dann war reduziert hier solche Kekstüten. 25 Stück, 55 Cent. Ja, Weihnachten, ne, aber die sehen ja jetzt nun wirklich nicht aus wie Weihnachten. Da habe ich mir die mal noch mitgenommen. Und noch eine Stoffschere. Wenn ich hier den Stoff schneide, dann merkt man schon, ob man jetzt eine Stoffschere hat oder nicht. Also noch eine Stoffschere. Nochmal Sticker. Also diese Perlen in diesem Lachs und in dem Grün. Das sind ja die Halbperlen und in Weiß und in Hellgrau. Und neu gab es eben auch hier diese Anhänger und Sticker. Also das hier sind Sticker, was hier so klebt. Und Anhänger sind die Schlüssel. Und hier diese, na, wie heißen sie jetzt gerade wieder? Ah, ihr wisst, was ich meine. Und hier der Fotoapparat ist ein Anhänger. Ja, die haben 2 € gekostet. Habe ich mir jetzt auch zweimal mitgenommen. Das waren auch die letzten beiden, also sonst war da nichts mehr da. Dann haben sie auch neu gehabt, diese Bilderrahmengirlande in diesen tollen Farben mit den Klammern. Und das ist halt auch mal eine schöne Größe. Kann man nämlich auch sehr gut für ein Album nehmen. Und da sind 8 Rahmen drin und 8 Klammern und für 1 €. Dann habe ich einmal hier so doppelseitiges Klebeband mitgenommen. Das will ich mal testen. Das ist nämlich nicht so dick. Anstatt das Formtape. Weil die Klebesticker, die doppelseitigen, die sind ja Bombe, ne? Vom Teddy. Also die sind ja wirklich richtig gut. Die kleben ja wie sonst was. Und da habe ich gedacht, da probiere ich das jetzt hiermit auch mal aus. Das war das. Dann gab es diesen Block neu. In Größe A6, da sind 100 Blatt drin, 20 Motive und immer jeweils 5 Stück für 2 € und den habe ich mir mal mitgenommen, weil die Motive sind echt toll. Ganz schlicht eigentlich, auch hier ein bisschen mit Maritim, Herzchen, Streifen mit Blumen. Also sieht er eher so Mandala-mäßig aus. Hier nochmal mit Maritim, mit Muscheln. Ja, einfarbig. In Grau. Also den fand ich echt richtig toll. Ich denke mal, dass der vielseitig verwendbar ist. Ja, gut, das ist jetzt hier nicht so unbedingt meins, dass das hier und das auch nicht so wirklich, aber der Rest, den fand ich echt toll. Hier auch noch mal maritim und so. Das war der. Ja, und normalerweise nehme ich auch wirklich Abstand von Plöcken vom Teddy, weil die irgendwie immer, ich weiß nicht, schief sind. Aber also bei dem hier konnte ich jetzt auch nicht nein sagen. Also, oh, ich finde den so toll und ich finde bei dem 6x6 Inch, da geht's immer noch. Also den finde ich ja echt richtig toll. Also, genial. Das noch. Ja. Und nee, ein Motiv kommt noch. Das noch. Also, ich finde ihn wirklich richtig cool. Den. Der hier ist nicht für mich. Finde ich aber auch ganz putzig. Hier ist doch niedlich, oder?
jetzt so. Hier nochmal. Finde ich auch süß. Dann ganz einfach. So herbstmäßig. Frühling. Naja, Frühling weiß nicht. Eher Herbst. Das hier noch. Und das Motiv. Und hier nochmal. Ja, und dann habe ich mir noch den Block mitgenommen, weil da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Also irgendwie habe ich es ja momentan echt mit Blumen. Ich weiß auch nicht. Den fand ich halt auch ganz schön. Also der ist so. Das finde ich total schön hier. Oder das gefällt mir auch total gut. Hier auch richtig schön. Ja. Ja, also ich muss sagen, das finde ich auch mega. Es gab jetzt wirklich in der letzten Zeit viele Sachen im Teddy, die schön waren. Finde ich auch cool. Und das ist das letzte Motiv. Und dann habe ich noch mir so eine Perlenmatte mitgenommen, weil ich die auch sehr cool fand. Ja, das war es dann jetzt vom Teddy. Jetzt müsste ich theoretisch das erstmal irgendwie so ein bisschen nochmal zur Seite räumen, damit ich euch ja die Blöcke zeigen kann vom Action. Ne? Ich beeile mich. Ja, also wie gesagt, es ist nicht alles für mich. Und ein Teil habe ich ja da auch schon mal jetzt hier eingekauft für meine Kartenü-Post, weil ich ja das nächste Gewinnspiel erst bei 1000 Abonnenten mache, das wisst ihr ja. Und da habe ich jetzt hier natürlich auch schon mal ein bisschen was mitgenommen. Und ja, 4 Karten habe ich bekommen bis jetzt. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass es nur 4 Stück sind. Aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig erklärt. Also versuche ich es nochmal. Nächste Gewinnspiel gibt es erst wieder bei 1000. Und dann soll es ja 3 Gewinner geben. Und ich werde, bis ich die 1000 Abonnenten erreicht habe, bis dahin jeden Monat eine Kartenimpost auslosen. Ne? Also, was weiß ich, vielleicht geht es ganz schnell, vielleicht dauert es aber auch noch ein halbes Jahr. Jedenfalls so lang, bis die 1000 voll sind, wird es ab Mitte des Monats upsala, entschuldigt bitte, eine Ü-Post angegeben. Ich werde die Karte auslosen und dann geht ein Päckchen auf die Reise. Die Auslosung, die mache ich aber ja hier alleine. Also meine Tochter ist dann die Glücksfee. Die Karten kriegen Nummern, so wie sie bei mir ankommen, werden die durchnummeriert. Und dann wird es dann wieder Nummern geben und die kommen in einen Lostopf und meine Tochter wird dann einen Gewinner ziehen. Ja, weil sonst wäre es ja keine Ü-Post mehr, ne? Also, ich würde mich freuen, wenn noch viele, viele mitmachen. Einfach die Karte entweder über Facebook oder Insta oder über meine E-Mail-Adresse mir schicken und die Adresse nicht vergessen mit anzugeben, damit ich ja nicht nachfragen muss, falls ich da jemanden auslose. Wäre ja blöd, sonst weiß ja derjenige Bescheid. Und YouTube oder Insta-Namen noch mit angeben, das wäre nicht schlecht. So, dann kommen wir zu Action. Ist auch nicht alles für mich. Ja, mein Kleber habe ich mir wieder mitgenommen. Also wenn ich da drinne bin, nehme ich mir immer eine Flasche mit. Also ist jetzt auch gesammelt.
Dann habe ich mir hier diesen Holzstempel mitgenommen, weil den fand ich ganz putzig. Dann habe ich ein Schneidbrett mitgenommen, weil, also ist nicht für mich, die Freundin meiner Tochter, die Tochter meiner Freundin, die hat mich jetzt schon ein paar Mal gefragt, wann ich denn mal mit ihr bastel. Und da habe ich gedacht, ja, wenn sie dann mal kommt, dann braucht sie auch was zu schneiden. Und dann nehme ich hier das günstige Schneidbrett vom Action. Das ist ja dann nicht so schlimm, wenn damit was passiert. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Ups. Hoppala, hoppala. Dann habe ich mir noch mal hier dieses Glitzerleder noch einmal mitgenommen. Einmal hier diese Wolle in diesen Tönen. Ja, hier noch einmal die Bänder in den Farben. Die fand ich nämlich ganz schön, weil die halt nur mit Punkten waren und die meisten Farben gefallen mir hier recht gut. Dann nochmal hier Stoff für Alben. Hier fand ich jetzt die Motive. Achtung, es knistert. Haltet euch die Ohren zu. Da fand ich nämlich jetzt die Motive auch ganz okay. Ich mache das jetzt mal auf. Da haben wir hier einmal weiß mit diesen Punkten oder das weiß mit den Herzen. Und dann halt noch mal hier in rosa, in Wellenoptik und hier so ein Rot mit Herzen und Blau mit so Streifen. Also relativ neutral, finde ich. Ja, die, wie gesagt, habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich mir diesen roséfarbenen Kuli mitgenommen für mich. Den fand ich nämlich ganz schön. Und da ich ja hier, ne, so im Zimmer jetzt mittlerweile rosa eingestellt bin, habe ich gedacht, muss der noch hierher. Ja, ist halt ein Roségold. Und hier oben ist so Konfetti drin in der Kugel. Genau. Und dann gab es dieses Notizbuch neu bei uns. Das ist mit Samt bezogen und das hat halt Linien. Das hat mir auch sehr gut gefallen. 96 Blätter sind drinne und in Größe A5. Dann gab es neu hier diese Kulis. Die sind hier in so einer, ja, in so einem Täschchen. Fand ich nämlich auch ganz schön, so für die Kartenüpost habe ich gedacht, einmal in weiß, in so einem hellrosa und in so einem altrosa. Ja, die fand ich auch süß. Entschuldigung, neu gab es auch diese Notizheftchen, auch in so einem Täschchen. Das habe ich auch gleich zweimal mitgenommen, weil ja, finde ich mich auch sehr geeignet für die Kartenüpost oder für Travelers Notebook nochmal zu basteln. In klein halt so, ne? Fand ich nämlich hier die Farben fand ich halt auch so toll und mit den Blumen. Moment, ich mache das mal. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass die hier so zusammenbacken. Muss man echt aufpassen. Also hier in so einem sind halt liniert. Aber so schöne Farben. Und da gab es auch diese Sammelmappen gab es da passend. Und auch in A5 gab es da so ein Notizheft, Buch. Gab es davon. Ach, und was noch? Ach, da gab es einiges hier mit diesen Motiven. Ja. Ups, das fand ich halt auch echt süß.
das. Dann einmal hier diese Formsticker. Das ist jetzt auch nicht für mich. Das ist auch für die Ü-Post. Hier diesen 3D-Block. Bin ich ja jetzt auch nicht so der Fan, aber das fand ich ja doch echt witzig, hier diese Stanzteile, die hier drin sind. Also, ja, doch, muss ich sagen, die fand ich jetzt wirklich mal ganz witzig. Deswegen habe ich ihn mal mitgenommen. Also da gab es ganz viele neue, aber wie gesagt, ich mag es eigentlich gar nicht so. Ja. Weil hier, ne? Also die Pumps, das fand ich schon sehr cool. So, einmal den. Dann den Sticker. Block, der so halt vintage-mäßig angehaucht ist. Den fand ich jetzt als einzigen schön. Die anderen haben mir auch nicht gefallen. Und so mit Sticker, ja, geht so. Kommt drauf an, wo es halt so passt. Aber da waren halt auch relativ schöne Motive bei. Also das finde ich hier zum Beispiel auch mal total cool. Diesen hier den Flakon. Ja. Manchmal kann man es ja doch gebrauchen. Das ist jetzt hier nicht so meins hier. Das auch nicht. Das geht so. Das auch nicht. Das gab es ja schon immer. Hier, die Sprüche sind auch mal nicht so verkehrt. Und was haben wir da noch? Drei Pillbögen haben wir noch. Hier, die Schreibmaschine finde ich halt cool. Oder die alte Kamera. Und dann haben wir das noch. Ja. Und da sind ja drin 28 Bögen. Dann habe ich mir auch im Action hier so eine ein Diamantband mitgenommen. Geht das jetzt hier unten auf oder muss man das auch wieder hier oben aufreißen? Ist natürlich blöd, weil wenn ich das in die Ü-Post machen will, habe ich es auf. Nee, ich lasse es zu. Denk mal, ihr könnt das ja erkennen. Also das gab es auch, glaube ich, in verschiedenen Farben. Verschiedene Farben und Muster. Auch noch ganz unspektakulär große Entschuldigung, Briefumschläge mit einer Lasche hier unten. Brauchen wir ja auch mal. Dann habe ich mir das Band hier noch dreimal mitgenommen, weil ich das auch sehr toll fand. Ich hatte schon zwei oder drei, die habe ich aber schon verbastelt. Da habe ich echt gerne mitgebastelt. Ach ne, hier sogar noch mal eins in Silber, genau. Das habe ich zweimal gehabt in Silber. Dann hatten sie hier dieses Stempelset ABC. Gab es da mit zwei Stempelkissen und das sind ja hier diese Magnetteile. Und das fand ich jetzt auch mal nicht schlecht. Ich habe zwar ein ABC-Stempelset, glaube ich, aber hiermit geht es ja vielleicht doch etwas schneller. Habe ich jedenfalls gedacht. Das hält sogar. Gibt's ja nicht. Okay. Ja, das werde ich aber mal ein andermal testen. Also ich will das Video ja jetzt nicht unnötig in die Länge treiben. Ja, das war neu bei uns. So.
Dann war die Woche im Angebot das Gewebeband. Das habe ich einmal in Schwarz und einmal in ja, Grausilber. Das will ich nämlich mal ausprobieren für Alben. Das soll nämlich eigentlich ganz gut sein hier mit dem Gewebeband. Ich habe das ja auch schon mit Buchbinderleinen gemacht, selbstklebendem, aber irgendwie, weiß ich nicht, war ich damit nicht so ganz zufrieden, wie ich es mir erhofft hatte. Und da werde ich das mal testen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Also ich mal gucken. Ja, einmal hier noch Paketband und einmal noch Teppichklebeband. Dann die Strohhalme, die sind jetzt wesentlich länger als die von Sostrine Krene. Ne? So. Ups. Die habt ihr einmal hier in dem Blau und einmal in Lila. Ja, dann habe ich jetzt noch mal hier einmal diesen Stoff mitgenommen. Der hat mir auch ganz gut gefallen mit den Rosen. Ein Bilderrahmen, weil ich ja von der lieben Elephantus Katus, die hat mir ein selbstgemaltes Bild geschickt und da möchte ich das nämlich reinmachen und hier auf meinen Schreibtisch stellen. Habe ich den Bilderrahmen mitgenommen. Und dann gab es ja irgendwann mal, das ist ja nur schon länger her, hier diese, ja. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen. Die gab es neu, aber die sind auch nicht alle für mich. Ne? Also, ja. Da ist einmal diese Farbe. Dann die. Hier in diesem Blau. Zweimal. Ich persönlich finde diese blauen am schönsten. Und dann, ach nee, hier ist auch noch mal eins mit diesen runden. Und das finde ich auch ganz schön. Und dann noch mal, gab es die ja auch in Herzchenform. Einmal diese Farbe und einmal diese Farbe. Ja. Dann hatten sie jetzt auch diese embossten Sticker. Da habe ich jetzt auch welche mitgenommen. Die sind aber auch nicht für mich. Einmal das, wobei ich das schon relativ cool finde hier. Finde ich sehr schön. Von hinten sieht es so aus. Dann dieses. Ups. Und von hinten so sind ja immer zwei Bögen drin. Die Schreibmaschine finde ich natürlich auch relativ cool. Also. Muss ich schon sagen. Diesen Bogen. Von hinten ist so. Und hoppala, diesen. Dann den, das habe ich für mich mitgenommen. Und warum habe ich das wohl für mich mitgenommen? Da, so sieht unsere Luna aus, ein Malteser. Und nur deswegen, wegen diesem einen Sticker, habe ich mir den Bogen hier für mich mitgenommen. Aber ich fand das so süß, das musste sein. Ja, von hinten so. Und dann noch mal das hier. Und das. Genau. Ja, habe ich noch einmal Umrührstäbchen mitgenommen. Ja, jetzt brauche ich sie eigentlich gar nicht mehr, weil jetzt habe ich ja den Zaun vom Teddy, weil ich was machen wollte und ich habe diese Zaunteile halt nirgendwo bekommen. Ja, ne, und da habe ich gedacht, dann bastel ich hier auch raus ein, aber naja,
Wer weiß, wofür wir die noch gebrauchen können. Jetzt geht das Video doch so lang. Ah, aber wir sind gleich fertig. Neu, ganz neu sind jetzt diese Perlen. Da gab es auch ganz, ganz, ganz viel verschiedene. 30 Gramm sind da drin. Also weiß ich jetzt nicht, wie viele Perlen das sind. 30 Stück. Es gab echt jede Menge. Dann auch ganz neu sind diese transparenten Tags. Und die habe ich mir jetzt nur mitgenommen wegen der Karten-Challenge am Samstag. Ne? Zoo ist ja ein ganz tolles Thema, was die liebe Omi gezogen hat. Da habe ich nämlich echt gar nichts. Und ich dachte, ah, okay, wir haben hier ein Faultier. Moment mal. Das passt dann vielleicht zum Zoo-Thema. Genau, deswegen habe ich die mitgenommen, weil ansonsten brauche ich das eigentlich gar nicht. Jo, also ich müsste da eins entwenden und ja, wer die gerne haben möchte, der sagt mir einfach mal Bescheid. Weil bei mir fliegen sie dann eh nur rum. Das ist neu, wie gesagt. Dann haben sie neu solche Kunstlederbänder in Tierfellmotiven. Ich will das mal aufmachen. Da gab es auch echt viele. Das sieht so aus. Die sind selbstklebend. Aber ich habe jetzt, und es sieht auch wirklich aus wie Kunstleder, da habe ich dieses und einmal dieses. Ja. Die anderen habe ich liegen gelassen. So, dann auch ganz neu haben sie jetzt diese selbstklebenden Glitter-Stickers. Ich mache das jetzt auch mal auf. Die sind echt cool. Die habe ich ja schon mal gesehen in einem niederländischen Haul. Da wurden die schon gezeigt. Und da haben wir hier so dieses Blau. Da ist so ein bisschen Rosa mit drinne. Das ist auch dicker. Und was halt auch cool ist, der Glitzer geht nicht ab, ne? Finde ich richtig cool. Und dünneres. Ja, das ist so, na, weiß, nee, Silber, würde ich sagen, ist es. Das ist dünner und das, wie gesagt, ist, mal schauen, ob ich das jetzt hier mal abkriege. Ja, ist selbstklebend. Das fand ich halt auch echt cool. Beim Silbernen geht ein bisschen mehr ab, seht ihr? Da gab es auch verschiedene Sets. Mir persönlich gefällt halt hier das Blau am besten. Dann gab es dieses noch. So, ein Rot mit Rosa. Da haben wir jetzt Weiß. Silber mit Weiß. Und dann gab es noch, ja, ja, rosa mit hellrosa. Wie gesagt, das ist ganz neu. Ja, und dann kommen jetzt endlich die neuen Blöcke. So, da muss ich jetzt aber auch noch mal ein bisschen Platz schnell schaffen. Oh je, oh je. Manche mögen ja keine Holz. Ich weiß, ich versuche auch echt so wenig wie möglich zu machen. Jetzt war das natürlich viel, weil ich gesammelt habe. Aber ja, ich musste euch das jetzt halt auch einfach mal zeigen. Genau. Ich mache nur mal gerade ein wenig Platz. Und wie gesagt, es ist ja auch noch nicht mal alles für mich. Musste ich meiner Freundin wieder was mitbringen. Und ja, wie das eben so ist. Für die Romy habe ich was dabei und naja,
So, also, es gibt 6 neue Blöcke. Einmal diesen Happy. Ich drehe den jetzt am besten mal rum. Oh, und fuchtel noch mal hier an der Kamera rum. Damit ihr das auch schön sehen könnt. Hoffentlich wird euch nicht schlecht dabei. So, der heißt Happy. Und der sieht so aus. Also beidseitig bedruckt. Also das ist jetzt nicht so meins. Der ist auch nicht für mich. Also Farben gefallen mir schon, aber ja, die Muster finde ich jetzt, ist nicht so meins. Das gefällt mir aber gut hier. Das muss ich schon sagen. Das finde ich richtig cool. Genau, und dann wiederholt sich es schon wieder. Also den Happy. Dann den Galaxy. Jetzt weiß ich nicht. Nee, der scheint anders zu sein als der vom Herbst, oder? Den habe ich mir nämlich auch nicht genommen im Herbst, weil das auch nicht meins ist. Und den habe ich mir jetzt auch nicht mitgenommen. Aber ich glaube, der ist doch etwas anders. Auch wieder beidseitig bedruckt. Das finde ich ja schon sehr cool hier. Könnt ihr das erkennen? Gut, ja, ich denke schon. Ah, doch, ich glaube, der ist anders. Also, wer schon einen Galaxy-Block hat, kann mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben, ob der neu ist oder ob der älter ist. Och Gott. Jetzt mache ich das mal so. Ist doch vielleicht besser. Ich glaube, der ist doch neu. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, aber wie gesagt, also der ist nicht meins und deswegen habe ich ihn auch nicht mitgenommen für mich. Und da wiederholt sich's wieder. Dann gibt es noch den Nature. Den finde ich auch richtig schön. Fangen wir mal an. Auch wieder beidseitig. Holzoptik. Hier haben wir eine Hummel, würde ich sagen, ist das. Hier wieder Holzoptik. Schmetterlinge. Und die Farben sind ja wohl mal echt richtig toll. Also ich muss wirklich sagen, so in letzter Zeit hat Action echt tolle Sachen. Was ich auch richtig super finde, ist, dass wirklich mal ein Bogen in Unifarben ist. Das finde ich auch mal richtig gut. Dieses und dann haben wir hier so grün. Da Fliegen und Käfer. Wieder hier mit Holzoptik. Einfarbig. Schmetterlinge und Libellen. Das ist auch ein ganz tolles Grün. Auch nochmal Schmetterlinge und Libellen. Und hier genauso. Und das finde ich ja auch richtig toll hier mit den Blumen. Ganz einfach, ganz schlicht. Hier wieder Blümchen. Und Holz, da wiederholt sich es wieder. Das ist der. Dann gibt es den Travel. Den finde ich auch ganz schön. Das finde ich sehr interessant. Hier Schrift. Schrift finde ich ja auch ziemlich cool. Hier wieder eine Landkarte. Da nochmal. In Lila ist auch mal eine andere Farbkombi. Ja, was das jetzt darstellen soll, weiß ich nicht. Hier fand ich diese Karten total witzig. Ja. Doch, also den finde ich ganz gut. Hier nochmal mit diesen Briefmarkenstempeln, aber das gab es schon mal in einem Action-Block, glaube ich. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Da wieder Schrift, hier Text. Hier ein bisschen maritim. Gut, was das jetzt hier, ja doch, klar, ist ja Reise, ne? Mit den Noten. Da mit diesen verschiedenen
Text zum Ausschneiden ist auch ganz interessant. Und da haben wir dann auch noch mal die Karte und dann wiederholt sich's auch schon wieder. Dann gibt es diesen Marble, den finde ich auch toll. Gut, das ist jetzt nicht so ganz meins hier hinten, aber er ist ja beidseitig bedruckt. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so meins. Aber das finde ich schon wieder schön. Das geht auch schon wieder. Das Motiv, das finde ich auch noch okay. Hier wieder einfarbig in rosa. Die Farbe finde ich total genial. Vor allem hier diese Farbkombi richtig toll. Dieses Senfgelb mit dem Türkis, also richtig toll. Oder hier mit dem Blau, auch echt mega. Ja. Und da wiederholt sich's dann auch schon wieder. Und dann kommt der letzte und das ist mein Favorit und den habe ich mir nämlich auch mitgenommen. Das ist der Floral und den finde ich echt richtig, richtig toll. Schaut mal. Oh, Wahnsinn. Also den finde ich wirklich geil. Entschuldigung. Einmal hier wieder in Grün und hier mit den Rosen. Wieder einfarbig, einfach nur Blätter. Gestreift mit Schrift. Hier wieder diese vielen Blumen mit dem Schwarz. Oder das finde ich auch mal total toll. Dieses Grün. Oh, ich finde den, also den finde ich echt richtig, richtig toll. Hier die Federn. Gut, die Federn müssten jetzt wegen mir nicht da sein, aber ich finde, es geht noch. Hammer. Also mega. Hier einfach nur mal gepunktet zwischendurch. Dann noch mal Streifen oder hier in Schwarz-Weiß die Rosen. Schwarz-Weiß-Grau. Ja, das Blatt kennen wir ja auch, ne? Aus dem. Na, habe ich doch auch das Album gemacht. Wo ist denn jetzt dieser Block? Hoppala, wo ist er denn? Ei, wo ist er denn? Ich glaube, da habe ich nämlich nur noch Reste von dem Block. Ja, hier. Da habe ich die beiden Blöcke. Ich hatte zwei, den habe ich verbastelt. Also beide. Das ist jetzt der Rest. Seht ihr? Und da ist das Motiv. Aber das finde ich auch total schön hier. Oder das finde ich auch traumhaft schön. Hier mit der Schrift auf dem grünen Hintergrund. Echt toll. Der ist da. Das ist dann was zum Ausschneiden. Aber das mache ich, glaube ich, nicht. Da würde ich dann, glaube ich, lieber die Seite mit den Federn nehmen. Hier nochmal mit Noten. Und dann nochmal grün mit weißen Punkten. Und dann wiederholt sich es auch schon wieder. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein mega Bastelhaul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft wie immer sehr, sehr gerne kommentieren. Ihr könnt mir ja mal sagen, was euch am besten gefallen hat. Und wer jetzt nochmal Fragen hat zu der Kartenüpost, der kann sich bei mir auch nochmal melden. Dann erkläre ich es nochmal. Ich hoffe, dass ich es jetzt eben einigermaßen verständlich erklärt habe. Wenn nicht, wie gesagt, meldet euch. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das hoffe ich zumindest. Das nächste Video wäre am Samstag, die Karten-Challenge. Und wie gesagt, also Tutorial-Mini-Album folgt. Und ja, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt schön gesund, bleibt schön kreativ, lasst euch nicht ärgern.
und bleibt so, wie ihr seid. Und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, euer Mine Minchen.